Die kleine Ballerina. Eine Kurzgeschichte für Kinder von Jedida. Vollkommen mühelos gleitet das Mädchen in seinem weißen Ballettröckchen über die Bühne. Ihre Beine fliegen grazil durch die Luft. Im Takt der Musik wirbelt sie hin und her und die Leute schauen atemlos auf die Bühne. Noch eine akkurate Drehung, ein gewagter Sprung und dann das Unfassbare. Das Mädchen fällt und es gibt einen lauten Knacks. Sanitäter tragen sie von der Bühne, die Vorstellung ist vorschnell beendet. Der Name dieses Mädchens ist Chiara. Sie ist Ballerina. Doch seit ihrem schweren Tanzunfall sitzt sie im Rollstuhl. Über einen Monat ist sie nun schon auf den Rollstuhl und die Hilfe ihrer Eltern angewiesen. Sie muss nicht zur Schule gehen, weil sie noch krankgeschrieben ist. Aber auch so bewegt sie sich nur höchst selten aus ihrem Zimmer. Sie will nicht essen. Sie will nicht spielen. Schaut immer nur drüber aus dem Fenster und denkt, ihr Leben als Tänzerin ist ein für allemal vorbei. Die Eltern sind ratlos, aber sie verstehen ihre Tochter auch. Seit sie 3 Jahre alt ist, tanzt Chiara in jeder freien Minute. Sie hat so hart trainiert und immer gewissenhaft darauf geachtet, sich gesund zu ernähren. Ballerina zu werden, ist ihr Lebenstraum. Doch nun muss abgewartet werden, sagen die Ärzte, ob sie überhaupt je wieder tanzen kann. Es vergehen weitere Wochen. Noch immer sitzt Chiara Tag für Tag in ihrem Zimmer. Die regelmäßige Physiotherapie lässt sie über sich ergehen, aber sie ist unlustig dabei und arbeitet nicht gerade besonders gut mit. »Was soll das bringen?«, sagt sie nur, »wenn ich ohnehin nicht wieder tanzen kann?« Der Physiotherapeut schüttelt den Kopf. »Und du wolltest mal prima Ballerina werden? Dir fehlt doch jeglicher Ehrgeiz.« Aber Chiara stellt sich taub und der Vater, der sie hinbegleitet hat, zuckt nur mit den Achseln. Als der Frühling kommt, haben sowohl Vater als auch Mutter genug von Chiaras Selbstmitleid. Chiara muss einfach mal raus, legen die Eltern fest. Die Mutter packt ein paar Sachen für einen Nachmittag im Freien ein, klopft dem Vater aufmunternd auf die Schulter und dann fährt er mit einer maulenden und schlecht gelaunten Chiara in ein nahegelegenes Wäldchen. Er packt den Rollstuhl aus und hebt Chiara hinein. Sie verzieht keine Miene, als der Vater ihren Rollstuhl raus an den See fährt. Dann setzt er sich mit einem Buch auf die Bank, während Chiara mit verschränkten Armen mürrisch aufs Wasser schaut. Der Vater seufzt leise. Er wird sich von seiner Tochter den schönen Tag nicht verderben lassen. Und wenn sie durchaus weiterhin schmollen will, nun denn, so hat sie wenigstens frische Luft dabei. Vielleicht bekommt sie sogar ein bisschen Farbe ins Gesicht, denkt der Vater. Sie ist gar so blass, sitzt oder liegt immer nur in ihrem Zimmer rum. Das kann einfach nicht gut sein. Dann schaut er wieder in sein Buch. Nach einer Weile wird es Chiara langweilig, immer nur aufs Wasser zu starren. Sie hebt den Blick und beginnt das Treiben rund um den See zu beobachten. Da ist ein Ruderbootverleih.
Auf der linken Seite des Sees gibt es einen kleinen Imbisswagen. Und rings um den See liegen Leute auf Decken. Und je später der Nachmittag wird, umso mehr Leute kommen hinzu. Eltern mit ihren Kindern, große Kinder, kleine Kinder, alle spielen sie einträchtig und immerzu lachen sie. Es ist zum Auswachsen. Chiara ist wütend auf die anderen Kinder, die um den See herumrennen, Ball spielen und lachen. Besonders genervt ist sie von zwei etwa gleichaltrigen Kindern, die mit kunterbunten Wasserpistolen herumlaufen, sich gegenseitig nass spritzen und dabei vor Freude quietschen. Solche Babys, sagt sie abfällig vor sich hin. Dann fragt sie den Vater mit nörgelnder Stimme: Können wir jetzt endlich gehen? Der Vater schaut von seinem Buch auf. Jetzt schon? Wir sind keine Viertelstunde hier. Und du willst schon gehen? Wir sind seit Stunden hier und es ist einfach öde, mault Chiara. Ich habe keine Lust mehr. Ich will heim. Was willst du denn zu Hause? Fragt der Vater. Chiara rollt die Augen und macht eine Bewegung mit der Hand, als würde sie einen Hebel hin und her bewegen. Computer spielen? Ich habe nichts dagegen, dass du spielen willst. Aber nicht jetzt. Und nicht bei dem schönen Wetter heute. Kommt gar nicht in Frage. Der Vater schüttelt den Kopf. Dann schaut er wieder in sein Buch und Chiara ist wieder mit ihren Gedanken allein. Was für ein blöder Tag! Was für ein blödes Leben! Denkt sie und fühlt sich von Minute zu Minute schlechter. Die beiden lachenden Kinder, ein Junge und ein Mädchen, kommen immer näher. Sie rennen noch immer hin und her und auch ihr dämliches Lachen ist nun noch deutlicher zu hören. Die beiden haben struppiges, blondes Haar, sind schlank und etwa gleich groß. Wahrscheinlich zuckersüße Geschwister, mutmaßt Chiara. Und nervig hoch 10 noch dazu. Wie können die bei einem so blöden Spiel nur Spaß haben? Sowas von uncool. Chiara wendet sich ab und beschließt nun ihrerseits, den Vater zu nerven. Vielleicht sollte sie ihn ein bisschen beschäftigen. Dann würde ihm schon die Lust am Lesen vergehen. Daddy! Ruft Chiara aus ihrem Rollstuhl. Der Vater legt sein Buch beiseite und tritt zu ihr. Was ist? Ich hab Hunger. Okay. Der Vater reckt die Arme hoch und dehnt seinen Rücken. Dann sagt er: Ich schau mal, ob ich noch was im Auto habe. Ich glaube, deine Mutter hat uns was mitgegeben. Als der Vater mit einem kleinen Fresspaket wiederkommt, wirft Chiara nur einen kurzen Blick darauf, dann schüttelt sie den Kopf. Nee, esse ich nicht, sorry. Der Vater hebt den Deckel der einen Büchse an. Frische, aufgeschnittene Mango. Die liebst du doch. Schau mal, wie Mutti die schön in Form geschnitten hat. Aber Chiara bleibt stur. Nein, ich will Pommes, rot-weiß. Der Vater schaut sich um. Na, wie du meinst. Ich schau mal, was sich so finden lässt. Damit wendet er sich ab und läuft in Richtung der Imbissbude, die sich doch recht weit entfernt an der linken Seite des Sees befindet. Triumphierend hebt Chiara den Kopf. Sie würde es dem Vater schon vermiesen, sie hier am See festzuhalten. Er würde schon sehen, was er davon hatte.
Fast hätte sie angefangen zu kichern. Da passiert es. Wutsch! Trifft sie ein dicker Strahl Wasser aus einer Wasserpistole. Chiara fährt zusammen und da rennt der blonde Junge durchs Gras und zielt erneut. Du, du, japst Chiara. Doch der nächste Strahl trifft ihr Gesicht. Wutsch! Chiara kreischt vor Wut laut auf. Dieser elende Bengel, wie kann er es wagen? Der Junge hebt entschuldigend die Hand. Wie es aussieht, hatte er seine Schwester treffen wollen, die sich scheinbar hinter Chiaras Rollstuhl geschlichen hat, um dort Deckung zu finden. Wütend will sich Chiara nach der Schwester des Jungen umsehen. Da fühlt sie, wie ihr vorsichtig etwas in die Hand gedrückt wird. Chiara schaut nach unten. Da kniet das blonde Mädchen mit den struppigen, langen Haaren und lächelt ihr verschwörerisch zu. Los, mach mit! Zusammen haben wir eine Chance gegen ihn! Chiara schaut auf den Apparat, welchen das Mädchen ihr in die Hand gedrückt hat. Es ist eine stinknormale Wasserpistole, aber ein Schlauch führt zum Boden und dort steht ein Kanister mit einem riesigen Wasserreservoir. Chiaras Augen blitzen auf. Sie hebt die Pistole, zielt kurz und wutsch! Eine riesige Wasserfontäne trifft den Jungen an seinem linken Arm. Überrascht schaut er auf. Er kann seine Schwester nirgendwo erblicken. Chiara hebt die Pistole an und winkt dem Jungen triumphierend damit zu. Dann zielt sie erneut, dieses Mal genauer. Fatsch! Ein weiterer Strahl trifft den Jungen, der Chiara und die Wasserpistole in ihrer Hand immer noch erstaunt ansieht. Das T-Shirt des Jungen ist nun komplett nass. Er zieht es aus und wirft es achtlos auf die Wiese. Ha! Ruft er lachend. Und dann zielt auch er. Dieses Mal genau auf Chiaras Kopf. Zisch! Spritzt das Wasser aus der großen dunkelblauen Wasserpistole. Doch Chiara hat sich längst geduckt und der Wasserstrahl geht über sein Ziel hinaus ins Leere. Chiara lädt nach, zielt und wutsch trifft sie den Jungen am Kinn. Er lacht laut brustend und dann rennt er an den See, um seinen Wasserkanister wieder zu füllen. Auch die Schwester des Jungen füllt ihren Behälter. Dann rennt sie zu ihrem Platz und kommt mit einer weiteren, kleineren Wasserpistole zurück. Sie stellt sich vor Chiara, schaut diese freundlich an, dann hebt sie ihre kleine Wasserpistole hoch und drückt langsam drauf. Ein kleiner, dünner Strahl Wassers kommt heraus und trifft Chiara am Bauch. Chiara ist einen Moment verdutzt. Dann hebt sie die Wasserpistole in ihrer Hand und spritzt dem Mädchen die Haare nass. Die Mädchen schauen sich in die Augen und lachen. Und so hat der Junge freie Bahn und lässt eine ganze Wasserfontäne über den beiden Mädchen herniedergehen. So geht es eine Zeit lang hin und her. Die Kinder sind pitschenass, aber sie lachen und jauchzen vor Freude. Als der Vater mit zwei großen Tellern Pommes rot-weiß wiederkommt, traut er seinen Augen kaum. Seine Tochter sitzt triefend nass in ihrem Rollstuhl, aber sie lacht und hat rote Wangen vor lauter Aufregung. Chiaras Vater lädt die Kinder ein, mit ihnen gemeinsam zu essen, und so laufen sie schnell und holen ihre Decke und die Handtücher. Eines ihrer Handtücher reichen sie Chiara. Die nimmt es lachend und versucht sich,
so gut es geht, abzutrocknen. Aber ihr T-Shirt ist nass und die Haare tropfen fröhlich vor sich hin. Zum Glück ist es sehr warm und niemand friert. Einträchtig setzen sich die Geschwister auf die Decke gegenüber von Chiaras Rollstuhl und machen sich gemeinsam mit Chiara über die Pommes und das Fresspaket von Chiaras Mutter her. Der Vater sitzt nur da und schaut der fröhlichen Gesellschaft zu. Wie es aussieht, hat seine Tochter nicht nur ihr Lachen wiedergefunden, sondern ein paar Freunde gleich noch dazu. Ja, Chiara hat tatsächlich Freunde gefunden, denn von nun an sind Tilly und Lorenz, so heißen die beiden Geschwister, regelmäßige Gäste in Chiaras Haus. Sie können Chiara nicht mehr zu sich nehmen, aber das liegt daran, dass sie im vierten Stock eines Hauses wohnen, welches keinen Fahrstuhl hat. Das Haus von Chiaras Eltern hat auch keinen Fahrstuhl. Aber Chiaras Kinderzimmer ist im Erdgeschoss. Und wenn sie eine Etage höher möchte, dann trägt der Vater Chiara die Treppen hoch. Wenn die Kinder zusammen sind, dann spielen sie gemeinsam Karten. Manches Mal auch das eine oder andere Computerspiel. Aber meistens sind sie draußen unterwegs. Jedes Mal gibt es dann einen kurzen Streit, wer Chiaras Rollstuhl schieben darf. Aber das ist eigentlich auch nur Spaß, denn die Geschwister mögen sich im Grunde genommen sehr. Was vielleicht auch daran liegt, dass Tilly und Lorenz Zwillinge sind. Das sind sie nämlich, zweieiige Zwillinge. Sie sehen sich nicht allzu ähnlich. Immerhin ist Tilly ein Mädchen und Lorenz ein Junge. Aber lange blonde Haare haben sie beide. Und nett und lustig sind sie gleichermaßen. So viel steht fest. Chiara ist glücklich. Das erste Mal in ihrem Leben hat sie wirklich Freunde gefunden. Das Ballett hatte ihr nie viel Zeit für Freunde gelassen. Immer nur Training, Training, Training. Und dann noch die Schule. Ihr Tag war wirklich mehr als ausgefüllt gewesen. An den Wochenenden oder in den Ferien war Chiara auf Aufführungen gewesen. Das hatte sie stolz gemacht und auch die Eltern und der Trainer waren sehr glücklich darüber gewesen. Aber manches Mal, wenn sie abends allein in ihrem Bett lag und vor Muskelkater nicht schlafen konnte, da war Chiara einsam gewesen. Die Klassenkameraden in der Schule konnten nicht besonders viel mit ihr anfangen. Sie fanden oft nur, dass sie ein Streber sei und einen Gesundheitsfimmel habe. Und im Sportunterricht hatten manche Mädchen sie auch offen beneidet. Aber mit Tilly und Lorenz hatte sie nun endlich das, wovon sie immer geträumt hatte. Freunde zum Lachen und zum Spielen, für Geheimnisse und Spaß. Einsam hatte sie sich schon lange nicht mehr gefühlt. So zog Chiara auch ein langes Gesicht, als der Physiotherapeut, der Trainer und die Eltern der Meinung waren, der Rollstuhl habe schon lange ausgedient und Chiara könne langsam wieder anfangen zu trainieren. Klar, das Balletttanzen hatte Chiara leidenschaftlich geliebt und wie es schien, hatte sie auch ein besonderes Talent dafür. Zumindest sagte das der Trainer zu den Eltern, als er mit ihnen über Chiaras weitere Entwicklung sprach. Und so nimmt es denn seinen Lauf. Chiara beginnt wieder fleißig zu trainieren. Jeden Tag ist sie im Ballettstudio und versucht, alles aufzuholen, was sie verpasst hat. Sie ernährt sich wieder gesund und ausgewogen, und der Trainer ist zufrieden mit ihr.
Für Tilly und Lorenz hat sie nur noch wenig Zeit. Aber der Aufwand und das harte Training lohnen sich. Und so hat Chiara nach langer Zeit wieder einmal einen Auftritt. Es ist der erste seit ihrem Unfall. Es ist nur eine kleine Tanzvorstellung, Freitagabend in einer Schule. Aber Chiara ist aufgeregt. Sie hat schreckliches Lampenfieber und ihr Herz klopft ihr bis zum Hals. Doch aufrecht und graziös betritt sie die Bühne. Ihr Blick fällt auf die erste Reihe im Zuschauerraum. Dort sitzen Tilly und Lorenz. Als sie Chiara sehen, springen sie jubelnd auf und winken ihr lachend zu. Chiaras Mundwinkel wandern steil nach oben und sie beginnt über das gesamte Gesicht zu strahlen. Tilly und Lorenz haben sie nicht vergessen. Das beflügelt Chiara. Sie tanzt und springt und sie gibt alles. Ihr Auftritt verläuft wundervoll, genau nach Plan, und als sie von der Bühne schwebt, da hebt der Trainer seine Fäuste und beide Daumen zeigen nach oben. Chiara freut sich. Danach ist sie erschöpft, aber die Leute sind begeistert. Sie stehen auf und klatschen lang und anhaltend. Und so tritt Chiara noch einmal auf die Bühne und verbeugt sich. Am lautesten klatschen Tilly und Lorenz. Lorenz steckt sogar die Finger in den Mund und pfeift, so laut und so schrill er kann. Die Eltern winken ihr zu und der Beifall ebbt langsam ab. Chiara geht in die Garderobe und kleidet sich wieder an. Danach geht sie in den Zuschauerraum und lässt sich nacheinander von Tilly und Lorenz ganz doll in den Arm nehmen. »So leicht wirst du uns nicht los, prima Ballerina«, flüstert Tilly ihr ins Ohr, und Lorenz boxt ihr spielerisch in die Seite. »Ey, Prinzessin, und damit das klar ist, dieses Wochenende gehörst du wieder uns«, sagt er. Chiara sieht sich um und da stehen Vater und Mutter und nicken ihr zu. »Geh schon«, sagen sie. Und Chiara hakt sich bei ihren Freunden unter und nickt glücklich. Eine Freudenträne kullert ihr über die Wange. »So ist das, wenn man Freunde hat«, denkt sie. »Und ich? Ja, ich habe welche.« Ende der Geschichte.